Jo Leute, was geht? Freunde, wir sind heute mal wieder mit Franklin in seinem Apartment unterwegs und wir haben in den Briefkasten geguckt und Leute, es gibt wieder einen neuen Brief, den Franklin erhalten hat und ich würde sagen, wir lesen uns den mal zusammen durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wieder für Werbung da drin stehen wird. Sehr geehrter Herr Clinton, wir laden Sie herzlich ein in unser Schloss in Blaine County ein. Ihre Hilfe ist gebraucht. Okay, es ist irgendwie ein ziemlich merkwürdiger Brief, aber auf ein Schloss habe ich definitiv Bock. Also ich würde sagen, ich weiß zwar nicht, was das für ein Logo da unten ist. Sieht mir irgendwie aus wie so ein Vampir oder so. Ich weiß nicht. Sieht schon komisch aus. Aber gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal zu diesem Schloss. Bin mal gespannt, was uns erwarten wird. Okay, es wird definitiv eine weite Fahrt werden. Aber ich denke, wir werden das hinkriegen, Leute, zu dem Schloss zu kommen. So, Blaine County ist natürlich schon ein Stückchen Fahrt, Freunde. Ich hoffe, dass Job es auf jeden Fall aushält. Wir werden später zurück zu ihm kehren. Aber gut, ist eine mysteriöse Einladung. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Leute. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr darauf Bock habt. Deswegen, wenn ihr euch dieses Video gefällt, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und Leute, lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Wir haben bald die 900.000. Ich weiß, ich habe das jetzt wahrscheinlich 1000 Mal oder so etwas gesagt. Deswegen, wenn ihr noch nicht abonniert habt und es gerne tun wollt, dann drückt kurz drauf, Freunde. Danke für eure Unterstützung. Und Freunde, heute beginnt ein großes Projekt auf Twitch. Und zwar werden wir die gesamte GTA 4 Story Livestream heute um 20 Uhr, also Samstag 20 Uhr. Seid gerne dabei, Leute. Die Story von Niko Bellic, dem geilsten Charakter in ganz GTA, Leute. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, 20 Uhr, Leute. twitch.tv/idzock. Oh mein Gott, Leute, wir sind bei dem Schloss jetzt angekommen und es sieht auf jeden Fall schon cool aus. Ich habe dieses Schloss ehrlich gesagt vielleicht schon mal in Erinnerung gehabt, aber das ist cool, Leute. Wir haben endlich eine Einladung in dieses Schloss bekommen und jetzt bin ich wirklich gespannt, was es damit auf sich hat. Ich meine, alleine auf diesem Hügel, ne, es sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen alt aus. Also es sieht vielleicht auch wie so ein, na gut, sieht jetzt vielleicht ein bisschen aus wie ein Gefängnis oder eine Psychiatrie oder so etwas. Aber es kommt, glaube ich, bei so einem Schloss auch auf die inneren Werte an. Deswegen bin ich auch gespannt. Und was dort im Inneren ist. Vielleicht ist es aber auch eine Falle. Ich weiß es nicht. Hallo? Ich habe da jemanden gehört. Hallo? Ist hier der Eingang? Das ist ja, glaube ich, der Eingang oder so in das Schloss. Oh mein Gott. Die haben sogar ein Tor, Leute, um das Schloss zu öffnen. Und hier ist ein Briefkasten. Ich glaube, von hier aus haben die, glaube ich, die Briefe alle eingeschickt bekommen. Und warum ist hier ein Zahlencode-Schloss? Ich glaube, das ist dazu, um das Tor zu schließen. Aber yo, okay. Das ist der Eingangsbereich. Sieht nicht so ultra spektakulär aus. Aber hier sind auch ein paar Menschen am Start. Und yo. Oh, Leute, das sind Mönche da hinten. Ist das vielleicht ein Kloster? Oder bin ich gerade einfach komplett dumm und Mönche sind gar nicht im Kloster? Leute, ich weiß echt nicht, ob ich gerade was Falsches sage. Also, wenn ihr mich korrigieren wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Aber die meditieren hier erstmal und machen noch ein bisschen Yoga für die Chakren, Leute. Dass das alles hier schön wieder fließt und dass man seinen Geist befreien kann. Okay, ich lasse den mal seine Arbeit machen. Aber auf jeden Fall cool, das zu sehen, Leute, in diesem Schloss. So, was ist hier drinne? Wo werde ich denn... Wow. Okay, das ist der Balkon. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Aber das Schloss hat echt cool mehrere Etagen. So, jetzt würde ich aber gerne wissen, wer hat mir denn die Einladung geschickt? Und wer empfängt mich denn? Hallo? Sind Sie das da hinten? Entschuldigung. Ich habe irgendeinen Brief bekommen in meiner Post. Da steht, ich habe eine Einladung bekommen. Wissen Sie vielleicht, wo Sie mir weiterhelfen können? Hallo, Mr. Clinton. Schön, dass Sie da sind. Ach, Sie erkennen mich. Okay, perfekt. Alles klar. Dann weiß ich schon mal, dass ich hier richtig bin. Okay, worum geht's denn? Warum haben Sie mich eingeladen? Erstmal Dankeschön. Wir brauchen Ihre Hilfe. Unser Schloss beschützt die Stadt, wenn Gefahr droht. Aber wir haben keinen Krieger. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass das Schloss irgendwie Los Santos... Was hat denn das Schloss bitte mit Los Santos zu tun? Okay, und ihr braucht einen Krieger. Und ihr meint, ich wäre der Richtige dafür? Warum? Thanos greift die Stadt an. Wir brauchen ihre Hilfe. Hier, nehmt diese Magiekraft und die Kraft des Zeitsteins. Warte mal kurz. Moment. Was? Ihr wollt mir irgendwelche Kräfte geben? Muss ich dafür irgendwas unterzeichnen oder so? Yo. Oh mein Gott, was passiert mit mir, Leute? Was passiert gerade mit Franklin? Ich glaube, der verwandelt sich irgendwie. Yo, was passiert? Yo, oh mein Gott, Freunde, wie sehen wir denn aus? Voll das geile Cape übrigens, das im Wind so flattert. Ich fühle das übertrieben. Was sind wir jetzt? Yo, wir sind Dr. Strange. Freunde, wir haben uns in Dr. Strange einfach verwandelt. Kann ich auch irgendwann wieder Franklin werden? Warte, erklärt mir mal, was hier los ist, Leute. Testet ruhig eure Kräfte aus, bevor ihr... Yo, was macht ihr denn da? Ich check gar nichts. Hallo? Was war das gerade? Habe ich gerade in der Luft meditiert? Ich check gar nichts. Okay, was meint ihr? Okay, testet ruhig eure Kräfte aus, bevor ihr in den Kampf geht. Also, ihr erwartet, dass ich einfach so in den Kampf gehe mit Thanos. Warum nicht, Leute? Warum eigentlich nicht? Okay, dann würde ich sagen, testen wir mal unsere Kräfte aus. Ich bin sehr gespannt.
wir schauen mal, Leute. Wir haben hier so ein Charakterrad. Und bei diesem Charakterrad haben wir dann auch verschiedene Kräfte, die wir auswählen können. Einmal Telekinese, Reverse Time. Warte, wir können die Zeit? Wie geht das, bitteschön? Press B to activate. Press Steuerkreuz rechts to rewind. Alles klar. Dann gehe ich da jetzt mal in diese Richtung. Und ich drücke jetzt mal aktivieren. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier hin. Und jetzt spule ich mal zurück. Wow. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Haben die gerade alle ihre Animation zurückgesetzt? Ist die Tür gerade verschlossen oder habe ich hier irgendeinen Bug? Ich weiß nicht, Leute, aber der Zeitstein ist definitiv aktiviert, wie ihr hier sehen könnt. Ich würde lieber gerne was anderes machen. Ich möchte jetzt... Nein, bitte deaktiviere die Zeit. Deaktiviere die Kraft. Ist sie jetzt deaktiviert? Kann ich jetzt wieder durch die Tür? Ich kann nicht durch die Tür, Freunde. Ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Na gut, okay. Was haben wir hier? Telekinese. Was können wir damit anrichten? Ich glaube nicht im Schloss. Wind. Telepathie. Oh, Junge, Telepathie. Was ist das? Wir probieren es mal. Machen wir mal Telepathie. Oh mein Gott, was macht die? Oh. Greift er jetzt den Typen an? Oder die Frau? Okay, Leute. Okay. Hä, aber warum sind denn jetzt alle Türen geschlossen? Ich komme jetzt nicht durch die Tür durch. Wie geht das denn? Astralprojektion. Press B to activate. So, was machen wir jetzt? Yo. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das ist die Lösung. Können wir jetzt durch die Tür durch? Ich bin gespannt. Yes, Freunde, es hat sogar funktioniert. Oh mein Gott, wir können tatsächlich durch die Tür hindurchgehen. Wie cool ist das denn, Leute? Warte kurz, sind hier gerade ein paar Objekte verschwunden? Ist das Spiel gerade kurz vorm Crashen oder warum sehen die Texturen hier so verwaschen aus? Leute, ich glaube irgendwie, ich habe die Dimensionen gebrochen. Ich habe, glaube ich, irgendwas hier gebrochen. Okay, wir gehen zurück zu unserem Körper. Oh nein, Leute. Oh nein, was passiert hier? Das Schloss fällt auseinander. Ist das normal? Ich weiß wirklich nicht, ob das normal ist, dass gerade hier verschiedene Dinge kaputt gehen. Wir probieren mal jetzt irgendwie da zu entlang gehen. Alles klar. Es ist ja immerhin, Leute, Dr. Strange. Und bei Dr. Strange sind sehr viele strange. Sehr viele Dinge sehr, sehr strange. Ich glaube, das ist irgendeine Mod, die ich gerade aktiviert habe, Leute. Das Schloss zerfällt gerade in seine Einzelteile. Da waren doch gerade noch Personen. Moment mal kurz. Ich aktiviere meine andere Kraft, Freunde. Ein Portal. Oh, das würde ich lieber hier nicht aktivieren. Mystic Balls. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, wir haben auch als Dr. Strange die Kraft zum Fliegen gelernt. Joho! Wir fliegen, Freunde, einfach. Das ist gerade mit dem Schloss passiert. Was ist gerade hier passiert, Leute? Oh mein Gott, es ist wirklich komplett zerfallen. Kann man als Dr. Strange Gebäude zerstören? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne erfahren. Aber jetzt bin ich umso mehr gespannt. Können wir vielleicht hier durch die Tür durch? Oh ja, die ist öffnbar. Okay, die Tür können wir definitiv öffnen. Weil es ist wirklich ein sehr großes Schloss, Freunde. Muss ich einfach zugeben. Und es ist definitiv eine nice Sache. Hier sind noch ein paar Leute, die gönnen sich ein bisschen was zu essen. Gönnt euch ruhig essen. Was mache ich gerade da? Was mache ich da? Was ist denn das für eine Pose? Werfen. Leute, ich habe gerade... Sorry, tut mir leid. Ich drehe die Zeit zurück. Ich krieg das schon wieder hin, oder? Okay, ich gehe einfach mal. Ich gehe einfach mal, Leute. Ich glaube, hier ist kein guter Ort, um meine Kräfte auszutesten. Weil ich meine, in dem Schloss... Ich will das Schloss nicht zerstören. Ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg nach Los Santos und versuchen dort mal unsere Kräfte unter Beweis zu stellen, damit wir dann später gegen Thanos in diesem Video kämpfen. Ich bin da sehr gespannt. Und schreibt ihr mal jetzt, Leute, in die Kommentare rein. Wird Dr. Strange den Kampf gegen Thanos gewinnen? Ja oder nein? Freunde, ich weiß, ihr habt Infinity War oder vielleicht Endgame gesehen. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr glaubt, dass jetzt in GTA 5 gleich wir den Kampf gegen Thanos gewinnen können. Okay, Dr. Strange, was machst du? Okay, ich weiß jetzt schon mal, wie man Feuer werfen kann. Das ist cool. So, einmal aktivieren und zack. So, und zack. Okay, ich glaube, das ist eine gute Kraft gegen Thanos. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ich mache den absoluten Overkill jetzt. Passt mal auf, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt Folgendes kombinieren. Und zwar mache ich jetzt einfach mal die Zeitzurücksetzung. Wo war das nochmal? Ich glaube, hier war das Reverse Time. So, drücke ich mal auf B, Activate. Dann zerstöre ich irgendein Objekt. Probier es mal. So, und jetzt, Leute, werden wir die Zeit zurücksetzen. Die Zeit zurücksetzen. Ich glaube, das funktioniert gerade nicht. Okay. Immerhin kann ich die Zeit aber so zurück... Ui. Ja. Ich glaube, mein Spiel ist gecrashed. Okay, wie ihr, glaube ich, gerade gesehen habt, hat das mit der Zeit zurücksetzen ein bisschen funktioniert, aber dann ist das Spiel einfach mal komplett abgeschmiert. Aus dem Grund würde ich jetzt sagen, wir testen noch ein paar andere Kräfte aus. Denn, Leute, Dr. Strange ist natürlich der Meister der Illusionen, der Meister der Zeit. Und dieser Meister hat definitiv auch viele, viele Fähigkeiten, die ihr noch gar nicht in diesem Video gesehen habt und die ich euch, glaube ich, auch noch nie gezeigt habe. Und zwar, eine der Kräfte, Freunde, ist einfach mal diese hier. Passt mal auf. Yo,
Ich kann mich einfach duplizieren, Leute. Und wir haben sogar eine Lebensleiste. Und ich glaube, mit diesen Kriegern werden wir Thanos besiegen. Ich glaube, diese Doctor Strange-Krieger, die werden es auf jeden Fall hinbekommen. Können die auch fliegen? Ey, die können sogar fliegen. Und der eine... Moment mal kurz. Warum habe ich da gerade eine Person... Nein, 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 weg damit. Wow, wow, wow. Oh, nein, 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 die lösen sich auf. Oh, nein. Oh, Mann, Alter. Sieht so aus, als hätten wir wirklich nur 20 Sekunden Zeit, mit diesen Kriegern zu arbeiten. Aber ich kann sie jederzeit wiederholen. Also, ich kann sie immer wieder wiederholen. Strangies, Dr. Stranges, wo seid ihr? Wow, wow, was, was ist das für ein Schatten? Haben die gerade ein Auto mitgenommen? Wo seid ihr denn? Oh mein Gott, die haben einfach ein Auto in die Luft genommen. Yo, hey, das ist hier kein Kreis, wo wir irgendwas in die Luft heben, okay? Nein, nein, ich muss das Auto retten, ich muss das Auto retten, Leute. Telekinese, Telekinese, rette. Oh, Junge, Alter, das, ach, Junge, ich werde das Auto nicht hier zerstören. So, und jetzt werde ich es hier liegen lassen. So. Leute, ihr habt nichts gesehen. Sagt es bitte niemandem, okay? Oh Mann, Alter. Wir sind aber ziemlich mächtig, muss man zugeben. Was ist ein... Wow, okay. Ist das irgendwie so ein Verbannungsgerät oder was macht man denn damit? Probieren wir es mal aus. Was können wir denn damit jetzt machen? So, beenden wir mal den Flug. Und jetzt, Dr. Strange. Zack. Ui. An der Leine. Bei Fuß. Bei Fuß. Wir gehen Gassi. Ich glaube, ich nehme Thanos auch als Hündchen. So, Thanos. Den nehmen wir erstmal in die Leine, Leute. Den Thanos. Okay, das ist auch cool. Was haben wir denn noch? Wir haben das Portal. Ui, Freunde. Oh mein Gott. Wir können uns durch das Portal... Leute, ich kriege einen Anfall, Alter. Wir können uns durch das Portal einfach teleportieren. Das ist ja richtig cool. Und ich glaube... Oh Mann, der Arme. Ich glaube, der fährt... Warte, ich habe eine Idee. Nee, ich weiß auch nicht, was ich probieren wollte. Ich wollte einfach nur testen, ob der Wagen... Da respawnt er einfach. Okay, wir deinstallieren mal die Tore. So, alles klar. Was haben wir denn noch für Kräfte? So, Portal haben wir. Mirror Dimension. Was war das nochmal? Yo! Oh mein Gott, die Fähigkeit. Ich erinnere mich. Warum sieht das alles so verbuggt aus? Oh mein Gott, Leute. Das ist einfach Inception. Freunde, wir haben einfach Inception im Real Life. Oh mein Gott. Alles klar. Wir haben einfach eine Traumwelt erschaffen. Okay, okay. Ich weiß zwar nicht, was mir dieser Effekt im Kampf gegen Thanos bringt, aber er ist definitiv auch eine coole Fähigkeit, muss ich sagen. Ja. Die Astralprojektion habe ich euch gerade gezeigt. Das ist nämlich die Fähigkeit, wo wir unseren Körper einfach verlassen können. Und damit habe ich noch gar nicht getestet... Wo ist Dr. Strange verstanden? Hallo? Ich höre irgendwelche Menschen reden. Hallo? So, was kann man denn hier machen? Okay, press RT to separate their spirits. So. Oh, wir haben den einfach die Seele ins... ihr kommt alle in den Himmel. Keine Sorge, ihr kommt alle in den Himmel, okay? Kein Grund zur Beschwerde. Nein, ich bin nicht insane. Ich bin Dr. Strange. Leute, wir haben jetzt einfach... Keine Ahnung. Wir können das mit Thanos probieren. Ui, mit Thanos können wir das probieren. Okay. Ihr habt es gerade gesehen. Wir haben einfach den menschlichen Körper verlassen, um die beiden Menschen dazu zu bringen, auch deren menschlichen Körper zu verlassen. Und ja, immerhin, sie liegen so. Sie liegen sehr romantisch da unten drauf. Und der Typ, was ist dein Problem? Willst du Stress oder so? Ich habe ein Schild. Ich kann mich verteidigen hier. Ich bin Dr. Strange. Und überhaupt nicht Strange. Okay. So, die Fähigkeit. Und was ist das? Wind. Yo, wir sind einfach, Leute, Avatar, Herr der Elemente. Wir haben einfach die Kräfte über alle Elemente. Außer Wasser. Wir können aber, glaube ich, Feuer machen. Wir können Luft. Zack. Ich dachte jetzt nicht, dass sie so weit fliegt. Und wir haben das Verbannen. Was macht bitte schon die Verbannenfähigkeit? Warte, ich versuche jetzt mal jemanden zu verbannen. So. Ey, sieh da. Ein Freiwilliger, der gerne verbannt werden möchte. In das Reich der Toten. Okay, ich nehme sie mal. So. Oh. Sie auch? So. Und sie auch. Okay. Alles klar. Viel Spaß. Ich denke, ihr werdet eine Menge Spaß da drin haben. Wir haben einfach alle drei jetzt in das Reich. Irgendwo haben wir sie jetzt teleportiert, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, Freunde, wir sind bereit. Wir suchen erstmal unsere Kräfte aus. Einmal die Windfähigkeit. Dann die Telekinese. Die können wir definitiv verwenden. Telepathie oder so. Die Astralprojektion ist vielleicht nicht das Beste, Leute, gegen Thanos. Weil, wenn er unseren menschlichen Körper findet, dann sind wir ihm schutzlos ausgeliefert. Dann gibt es das Portal, was wir auch manchmal vielleicht verwenden können. Die Whip oder Mystic Balls. Ich glaube, wir nehmen eher das hier. Dann haben wir noch das Verbannen und die Klon. Mit den Klonen werden wir anfangen, aber ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Freunde. Wir begeben uns jetzt auf den Kampf direkt zusammen mit Thanos. Aber Leute, wir werden das nicht alleine machen, denn ich werde mir Unterstützung holen. Und zwar wisst ihr von wem? Von einem der besten Avengers, der stärksten. Und zwar dem unglaublichen Hulk. Ah, da ist er ja, Hulk. Okay. Wow! Oh mein Gott, Alter, das war ziemlich krass. Hätte es gar nicht so brutal sein müssen gegenüber mir. Wow! Was passiert hier? Oh mein Gott.
Nein, was mache ich da? Yo, warte, ich habe mich jetzt aus Versehen geklont. Und wir haben jetzt so viele Hände. Wie cool sieht das denn aus? Alles klar, Hulk. Das sind auf jeden Fall meine Kollegen. Sorry, dass die dich gerade in die Luft gehoben haben. Sie haben dich ein bisschen als Gefahr dargestellt. Aber sie werden in ein paar Sekunden verschwinden. Dann wirst du landen. So, und jeden Moment wirst du landen. So, alles gut, Hulk. Ich werde dir nichts tun, okay? Mach dir keine Sorgen. Wir kämpfen heute gegen den unglaublichen Thanos. Und der wird sich definitiv nicht den Zeitstein von mir holen. Dafür werde ich sorgen. Thanos ist unterwegs, Leute. Hilfe. Oh mein Gott, er greift an. Yo, alles klar. Yo, was ist da los? Thanos, wo ist er denn? Oh mein Gott, da ist er, Leute. Thanos greift an. Was machen die? Warum halten die schon wieder einen Stein fest? Okay, wir fangen an, Leute, mit den Mystic Balls. Oder Wind. Wir brauchen einen Windstoß. Windstoß. So, gegen Thanos. Oh mein Gott, der Kampf beginnt. Wow. Oh, okay. Yo, wir bändigen ihn. Komm schon, Thanos. Oh, was hast du denn gegen uns auszurichten? Nichts. Wow! Alter, was war das gerade? Hat der alle Infinity-Steine? Hat er sich gerade den Zeitstein von mir geklaut? Das glaube ich jetzt nicht. Wow! Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Hilfe. Ich nehme Schaden. Ich nehme Schaden. Dr. Strange. Hilfe. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so gut geschützt. Ich glaube... Ah! Nein! 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 Wow, er hat ein schwarzes Loch geworfen. Er wirft schon wieder schwarze Löcher nach mir. Das lasse ich nicht zu. Oh mein Gott, Meteoriten! Vorsicht! Alter, ist der gefährlich, Leute. Was macht der für Schaden? So, komm. Komm. Zack. 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 Komm. Zack. Oh mein Gott. Zack. Yo. Okay, jetzt ein bisschen Wind. Wir probieren den Wind. Windstoß! Wow, da fliegt er hin, Leute. Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Alter, er wirft Autos nach mir. Nein, böser Thanos. Hilfe, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot, Leute. Ich will den Kampf nicht verlieren. Ich will den Kampf bitte nicht verlieren. Ich will den definitiv nicht verlieren. Nein. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn gar nicht. Ist er unsichtbar? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Na komm. Zack. Oh, mein Gott. Wir sind gleich down. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Ja, bring mich zurück. Ich weiß gar nicht, warum wir wieder zu Michael geworden sind. Ja, erledige mich, Thanos. Ich hab den Kampf verloren. Oh, ja, was machst du jetzt? Ja. Perfekt. Leute, ich, erstmal sorry an den Menschen, der mit... Sorry, erstmal. Was geht denn jetzt? Alter, ich glaube, Thanos ist gerade dabei, Leute, das gesamte Universum zu zerstören. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, erstmal Entschuldigung an den Mönchen, dass er mir die Kräfte gegeben hat, ich es nicht geschafft habe, Thanos zu erledigen und jetzt mein Spiel völlig verrückt spielt. Ich hoffe, dass es euch ja trotzdem gefallen hat. GTA 5 als Dr. Strange spielen. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und seid heute um 20 Uhr, Leute, auf twitch.tv/idzock dabei, wenn wir GTA 4 komplett eskalieren. In dem Sinne, haut rein, Leute, und ciao!